Hallo, Löcher, meine Freunde, und herzlich willkommen hier bei Charity Gamer TV und hier ist wieder LP John Myers mit einer kleinen Mod-Vorstellung. Und zwar etwas aus den 90ern. Und zwar einen Ford. Ja, Traktor. Ford. Ford hat auch Traktoren hergestellt. Und zwar die 40er-Serie. Und zwar kommt die von Mod Toaster. Und ich werde euch natürlich dann nachher den Link wieder in der Videobeschreibung haben. Den gibt es also Standard mit 100 PS, 74 kW, kostet 100 Euro pro Tag, 218 Liter Tankvermögen, 40 km/h schnell und wurde gebaut zwischen 91 und 96, also im letzten Jahrhundert, Jahrtausend, also 1991 bis 1996. So, jetzt habe ich immer den mal aus. Und zwar nehmen wir jetzt erstmal den normalen Standard, dass man einfach den Unterschied dann aussieht. So, okay. Dann nehmen wir einmal mit Frontladeanbau, obwohl den brauchen wir eigentlich gar nicht, das ist Schwachsinn. Motorausführung haben wir dann einmal den mit 125 PS. Und Radsetup gibt es dann noch mit Breitreifen, Pflegebereifung. Jetzt machen wir den mal mit Breitreifen noch. Komm, hopp, hopp. Gut. Und dann noch einmal mit Pflegebereifung. Dass man einfach die drei Teile sieht und so, Standard haben wir ja beim ersten. Gut, also, da sind sie. Stellen wir die mal sauber auf. So, stellen wir sie mal hier schön nebeneinander. Ja, Ford hat auch Traktoren gebaut. Ich weiß nicht, ob die das heute auch noch machen. Aber es ist wieder einer der schönen älteren Fahrzeugen und Treckern. So, jetzt schauen wir mal rein, wie er von innen aussieht. Also ganz normal, schlicht und einfach. Die Farbe finde ich auch super, super blau. Passt zu, ja, zu meinem LP John Myers Farbe. Also, der haben wir jetzt hier drüben stehen. Also hier ist das Pflegebereifung. Also der ist natürlich wichtig für, wenn man dann noch düngt, wenn das Zeug schon wächst. Dann haben wir hier das Standard und hier Breitreifen. Also mir gefällt der auf alle Fälle sehr gut, der 8340. Den Link dazu haue ich wieder in die Videobeschreibung. Schauen wir uns den mal nochmal kurz an, von innen. Also, was haben wir denn alles? Also ICCC ist nicht drin. Ja, schaut doch eigentlich ganz cool aus für das, was man braucht. Und zwar auf dem Feld zu ackern. Mehr muss er nicht. Sound ist auch schön. Spiegel funktionieren gut. Die, die blinken nicht. Und ist nichts verschwommen. Ja, sieht auf alle Fälle sehr nice aus. Gut. Ja, den mit Breitreifen, den heben wir auf. Den stellen wir wieder zu unserem Museumsstück und die zwei verkaufen wir gleich. Ich hoffe, dass der Sound jetzt nicht zu laut ist. Den habe ich laut gemacht wegen dem Glas damals, bei der ersten Vorstellung von heute. So. Gut. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. So, nicht wundern, wenn ihr jetzt die Tür gehört habt, aber meine Frau ist gerade im Urlaub zu Hause und dann kann sowas passieren. So, den Verkauf mal, komm, hopp. Ja, hallo, gut. Jetzt haben wir beide verkauft, genau. So, ja, das war's auch schon. Der kommt zur Sammlung, den stellen wir gleich neben dem Glas. Weil, obwohl, den stellen wir dahinter hin, genau. Entschuldigung, nein, mir gefällt der. Ist ein bisschen was Älteres, ist nicht so modern. Und ist eigentlich nur eine Ackermaschine von Ford. Also, die 40er Serie ist nun auch da von Mod Toaster. Herzlichen Dank für den Mod. Ja, und ich werde auf alle Fälle den dann die Verlinkung zum Mod Toaster in die Videobeschreibung einsetzen. Also gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.